Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 520. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und dass wir sehen können, dass es sich auch in der Geschichte nachweisen lässt, dass dein Wort wahr ist und dass wir mit dem Blick auf die Geschichte auch sehen können, dass sich all die Prophezeiungen so erfüllt haben und die Geschichten so ereignet haben. Und Herr, wir möchten dir Danke sagen für jede Lektion, die wir daraus lernen können, aus deinem Wort. Wir möchten dich auch bitten, dass wir in unserem Leben lernen, keine falschen Allianzen, keine falschen Verbindungen einzugehen mit denen, die nur oberflächlich behaupten, dir zu dienen, in Wirklichkeit aber eigentlich gegen dich arbeiten oder deine Lehre und dein Wesen nicht anerkennen wollen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst und dass du uns im großen Auf und Ab dieser Weltgeschichte bewahrst, dass wir ganz fest zu dir stehen. Das bitten wir im Namen Jesu. Sprich jetzt durch dein Wort zu uns. Amen. Wir sind in Esra Kapitel 4. Die Samaritaner versuchen seit einiger Zeit, den Bau des Tempels zu behindern und zu stoppen. Sie haben schon Kyros angeschrieben oder zur Zeit von Kyros dagegen agitiert. Sie haben zur Zeit von Kambyses versucht, das zu verhindern und schreiben nun einen Brief zur Zeit des falschen Smerdes, der hier in Esra 4 Artasaster genannt wird, aber wohl nichts mit dem späteren Artasaster, dem Artaxerxes, zu tun hat, sondern in dieser Zeit, 522 vor Christus, als dieser falsche Bardia für eine, oder Smerdes, wie ihn die Griechen dann später nannten, für einige Monate regierte und dort eine sehr, sehr rigide Religionspolitik verfolgt hat, viele lokale Religionen verboten hat, dort ein offenes Ohr plötzlich fanden, um ihr Anliegen, den Tempelbau zu behindern, voranzubringen. Der Brief, den einige der Feinde der Israeliten, des Volkes Gottes dort gesandt haben, ist den falschen Smerdes, an den falschen Bardia, an Artasaster gelangt. Und er hat ihn gelesen und schreibt jetzt eine Antwort, die wir ab Vers 19 weiterlesen. Dort sagt er: Und ich habe Befehl gegeben, und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von alters her gegen die Könige empört hat und dass Aufruhr und Aufstände darin verübt worden sind. Eine Recherche unter den Tontafeln und vielleicht auch Pergamentpapieren, auf denen in Akkadisch und Aramäisch die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte verzeichnet war, hat tatsächlich ergeben, dass Jerusalem eine aufrührerische Stadt gewesen ist. Tatsächlich hatte der negative Ruf des abgefallenen Juda zur Zeit von Nebukadnezar jetzt seine Wirkung, und die war fatal. Auch sind mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseits des Stromes ist und ihnen Steuer, Zoll und Weggeld zu entrichten war. So geht nun Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird, und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keinen Fehler begeht, denn warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige? Als nun der Brief des Königs Artasaster vor Rehum und Simsai, dem Schreiber und ihren Genossen, verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf, und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Hier sieht man sehr deutlich, dass dieser Artasaster hier in Esra 4 vor Darius gelebt haben muss, denn zu seiner Zeit, zur Zeit von Artasaster, hörte das Werk auf bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien, und Darius folgte auf diesen falschen Bardia. Man sieht also eigentlich in Esra 4 eine ganz klare Aufeinanderfolge der persischen Könige Kyros, Kambyses, der falsche Smerdes oder falsche Bardia und dann Darius. Und ich glaube, das ist die sinnvollste Art, diesen Text zu lesen, macht in sich und auch gesamtbiblisch den meisten Sinn. Die Propheten aber,
Der Prophet Haggai und Zacharja, der Sohn Iddos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Für einige Zeit hörten die Israeliten komplett auf, am Tempel zu bauen. Sie hatten vorher oft nur mühsam gebaut, teilweise entmutigt durch diejenigen, die gesagt haben, alles war früher besser und es ist sowieso nicht so toll. Teilweise auch entmutigt durch das ständige Hin und Her mit den Samaritanern, jetzt völlig entmutigt, weil sie ein Verbot von der Regierung hatten, ein Verbot vom König. Sie durften nicht mehr bauen und so hören sie auf zu bauen. Aber Gott sendet Propheten, zwei Stück, Haggai und Zacharja. Und ihre Bücher, die sie geschrieben haben, die wir dann hier in der Bibel auch haben, zeugen genau von dieser Zeit, als diese beiden Propheten aufstehen und deutlich machen, auch wenn der König befohlen hat oder verboten hat, an dem Werk zu bauen, Gott befiehlt, der Tempel soll gebaut werden. Und das ist genau der Moment, wenn Gott durch seine Propheten etwas Klares ausspricht und einen Auftrag gegeben hat, der war ja nicht erst seit Haggai und Zacharja bekannt, dann ist es nicht nur möglich, sondern sogar unsere Pflicht, Gott mehr zu gehorchen als dem König und dem Staat. Dann, wenn Gottes Wort eindeutig klar ist und wir eine Pflicht haben, die er gesagt hat, dann müssen wir sogar dem Gebot eines Königs nicht gehorchen, sondern müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Genau das ist hier passiert. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Wir haben schon in den Büchern Könige und Chroniken gesehen, welche große Rolle die Propheten gespielt haben in der Geschichte Israels. Auch hier sehen wir, dass zu allen Zeiten Gott den Geist der Weissagung gesandt hat, um das Werk Gottes zu beleben, wieder neu anfachen zu lassen und zu stärken und zu unterstützen. Auch wir brauchen den Geist der Weissagung heute, gerade dann, wenn wir in unseren Bemühungen erlahmt sind, wenn wir vielleicht denken, es geht nicht mehr weiter, es gibt ja keine Möglichkeit mehr, dann brauchen wir den Geist der Weissagung, der uns deutlich macht, wir müssen das Werk Gottes vorantreiben. Zu jener Zeit kam Tatnai zu ihnen, der Statthalter jenseits des Stromes, also westlich des Euphrats, und Setar Bosnai und ihre Genossen, und sie sprachen zu ihnen, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Darauf sagten wir ihnen die Namen der Männer, die diesen Bau führten. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Also statt es zu verbieten, sagt man, ihr könnt erstmal weiterbauen, bis wir eine abschließende Antwort von Darius erhalten. Hier sieht man, wie Gott diese Juden, die mit Taktgefühl und Bestimmtheit sich für seine Sache und für seine Mission einsetzen, wie Gott ihnen Gnade und Gunst verschafft. Wir sehen das in der Bibel immer wieder. Wir sehen das bei Josef, wir sehen das bei bei Daniel, seinen drei Freunden. Wir sehen es hier, dass wenn wir aus Überzeugung Gottes Wort ehren wollen und auf einem klaren, so spricht der Herr, die prophetische Botschaft verteidigen wollen, dann wird Gott uns auch immer wieder Gunst geben bei denen, die Entscheidungen zu fällen haben. Folgendes aber ist die Abschrift des Briefes, den Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setar Bosnai und ihre Genossen, die Apharsachiter, die jenseits des Stromes waren, an den König Darius geschickt haben. Sie sandten ihm einen Bericht, darin war Folgendes geschrieben: Dem König Darius allen Frieden. Dem König sei zur Kenntnis gebracht, dass wir in die Provinz Juda zu dem Haus des großen Gottes gekommen sind. Es wird mit schön gehauenen Steinen gebaut und man legt Balken in die Wände und dieses Werk wird mit Eifer betrieben und geht mit gutem Gelingen unter ihrer Hand voran. Hier sehen wir den Einfluss der Propheten. Da fragten wir diese Ältesten und sprachen zu ihnen, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Wir fragten sie auch nach ihren Namen, um sie dir mitzuteilen, und wir haben die Namen der Männer, die ihre Obersten sind, aufgezeichnet. Sie aber gaben uns Folgendes zur Antwort: Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war, das ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. Gemeint ist natürlich Salomo. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldeas, der zerstörte dieses Haus und führte das Volk hinweg nach Babel. Wir sehen ja ein Zeugnis, das diese Israeliten abgeben. Sie bekennen, wie Gott sie am Anfang ihrer Geschichte oder hier bei dem Anfang des Tempelbaus geführt hat, wie sie aber aufgrund ihrer Sünde
auch Rückschläge erlebt haben. Aber im ersten Regierungsjahr des Kyros, des Königs von Babel, befahl der König Kyros, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Interessant ist hier, dass Kyros auch als König von Babel bezeichnet wird. Offensichtlich auch, um sozusagen deutlich zu machen, dass er die Handlungen von Nebukadnezar, dem König von Babel, wieder rückgängig gemacht hat. Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem genommen und in den Tempel von Babel verbracht hatte, nahm der König Kyros aus dem Tempel von Babel und gab sie einem Mann namens Sesbazar, das ist Zerubabel, den er zum Statthalter einsetzte. Sesbazar ist übrigens eine hebräisch oder aramäisch verkürzte Form eines babylonischen Namens. Und er sprach zu ihm, nimm diese Geräte, ziehe hin und bringe sie in den Tempel, der in Jerusalem ist. Das Haus Gottes soll an seiner Stätte wieder aufgebaut werden. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für deine Propheten, die in alter Zeit, in der Zeit des Alten Testamentes, in der Zeit des Neuen Testamentes und auch heute durch den Geist der Weissagung unsere Arbeit für dich wiederbeleben. Und Herr, wir möchten dich um Vergebung bitten, wo wir in Dingen, die du ganz klar befohlen hast, Menschen mehr vertraut und geglaubt und gehorcht haben als deinem Wort. Sprich du durch dein Wort zu uns erneut und schenk uns den Eifer, den dein Wort allein uns geben kann, durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Thank you.